Leute, willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind wieder bei Witching Tower und in der letzten Folge wollten wir ja da runtergehen oder ich wollte euch zeigen, was uns da erwartet. Das machen wir jetzt auch und ich wünsche euch viel Spaß. So, schauen wir mal. Komme ich da jetzt runter? There is one collectible card left. Are you sure? One leap location. Okay, wir können noch eine Karte sammeln. Das heißt, wir gehen noch mal kurz hier rum. Schauen wir mal, ob wir irgendwas übersehen haben. Da werden uns auf jeden Fall wieder zwei Bomben angezeigt. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber wo sollen die zwei Karten sein? Da unten war ja nichts mehr. Vielleicht hier drin? Aber irgendwas übersehen. Der liegt noch immer hier, Kollege. Ich habe jetzt das Problem, dass ich nicht ganz auf den Boden komme, aber kein Problem. Also ich würde fast sagen, dass hier keine Karte versteckt ist. Okay, der hat mal den Fuß gebrochen gehabt und hat sich da Panzertape zwischen gemacht, wie ihr seht. Na. Gehen wir noch mal kurz da hinten hin. Mal irgendwas doch übersehen. Fällt's nicht ein. Ja genau, fall runter. Können wir nicht. Hinten, was passiert, wenn wir jetzt auf den anderen drücken? Das geht auch nicht mehr. Ja, wenn wir jetzt nichts finden, müssen wir dann wohl oder übel doch von da gekommen, oder? Gehen wir hier nochmal hin. Ah, da ist doch was. Mir fehlt wohl echt die Erklärung, was man damit jetzt machen kann. Wenn wir hier nachher zaubern können. Muss ja eigentlich, ne? Witching Tower. Okay, dann können wir jetzt die Treppe runtergehen. Sieht cool aus, auch vom Look her. Nicht mega düster gehalten. Gucken, ob das noch kommt. Aber soll auch kein Horrorspiel werden. So, jetzt können wir runter, oder? Lass uns runter. Ja, jetzt geht's. Welcome to the Tower in Tyrannia. The Queen renovated the upper floor. To prison, building subjects for her experiments.
Okay, was haben wir hier? Haben wir. Okay, da müssen wir auch. Oh, das mit dem Touch-Controllern. Dem Touchpad eher gesagt. Hier nochmal irgendwie so eine Falle aktivieren oder so. The Vision. Burn a ghost item in fire to fire. Also da sind unten sind ganz viele Gegner. Was haben wir denn auf der Seite? Das sieht aus wie ein Bogen. Ja, schon mal cool, dann haben wir eine bessere Waffe als jetzt. Okay. Ab mit dem Miss Touchpad hier. Lauf, 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 lauf! Warte mal, bis der hier wieder vorbeigesprungen ist. Lauf, so. Juhu! Burn a ghost item. It's so cold here. I can't leave. It'll hurt. What did they do to my face? Okay, die haben hier. Whatever the official reason for this girl's death, the truth was. Wir haben wahrscheinlich eine Hexe hier geschlachtet. Okay, jetzt haben wir sie befreit. What did they do to my face? Well, at least she's free now. Okay, da können wir schon mal lang. Aber wir wollen jetzt erstmal zum Bogen, ne, würde ich mal sagen. Na, Kollege, du hängst auch schon länger hier, oder? Heiltränke? Nicht. Aber wir haben unseren ersten Bogen oder den. The best weapon for these close quarters. Still useful, if you know how to aim. Okay. Man kann relativ. Gut mit Zielen, so. Headshot. Okay, da ist ein Kamerad. Ob wir da durchschießen können, glaub ich jetzt nicht. Auch immer gegen die Wife. Nee, okay, da kann man nicht durch. Aber den können wir erledigen, ohne dass er merkt, von wo. Hey, Junge. Was ist das da unten? Okay, das sieht ein bisschen aus, würde ich mal sagen. Es wird größer, der Kollege. Gehen wir mal da gucken kurz. Ob wir da lang gehen? Das ist ein großer Gegner. Da liegt irgendwas. Hier kommen wir runter. Ob wir da jetzt auch runterkommen? Schauen. Schade, ich dachte, man könnte jetzt hier einen Helm anziehen oder so. Was waren das für Schreie? Ah, okay. Hier kann man jetzt nicht lang. Deshalb musste man den Geist der getöteten Hexe da befreien. Den holen wir uns aber noch, ne? Oh Gott. Jetzt schieße ich aber schlecht. Oh, da ist noch einer.
Mit Bogen? Komm, schnell, schnell, schnell. Jawohl. Wollt die Dinger noch kaputt machen hier? Gucken, ob dann irgendwas an der Tür da passiert. Great shot! The undead are waiting for you downstairs. Boah, das war knapp. Er hat ein Schwert. Bei der Macht von Grayskull. Das ist schon mal gut, dass wir wenigstens ein Schwert haben. Wird uns gegen den Riesenburschen da auch nicht helfen. Okay. Na geh doch. War das ja auch nehmen können? Nein, ne? Nein. Easy! So, ich hab dich befreit. Schild fehlt mir noch, finde ich. Dass man auch den bisschen ausweichen kann. Böse an. I shouldn't have told her. She was so ruthless. Now, the sword is in her hands. And it's my fault. Okay, die böse Hexe hat sein Schwert geklaut und wahrscheinlich irgendein Zauberschwert. Okay, gucken wir mal, ob wir den Kerl hier befreien können. Meine Fackel haben. Easy. Na komm, erstes Schwert. Erster Schwertkampf hier. Nein. Okay. Easy. Nein, nicht easy, du musst auch abhauen. Hier schon mal irgendwas drin, ein Loot? Vielleicht? Ich will die Fackel doch gar nicht haben. So, mein Schwert. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir hier? It looks like the body belonged to the ghost from the corridor. The guy was a druid. Supposedly they have all kinds of secret knowledge. I guess that's why the queen. Müssen wir bestimmt in dieses blaue Feuer hauen. Obwohl ich das gerne behalten würde. Das sieht irgendwie magisch aus. Wir haben dich befreit, Junge. Okay, schauen wir mal, wo es noch gibt. Haben wir noch so einen kleinen Köter? Da sind wieder so komische Hände. Euch will ich nichts zu tun haben. Okay, die werden wahrscheinlich jetzt nach und nach aufgehen, wenn wir hier diese Pult benutzen. Dann wird wahrscheinlich auch unten das Riesenmonster ausbrechen können. Might be something hidden on these levers. Sieht übel gelaunt aus. Da nicht immer dasselbe Zeichen drauf? Wobei,
eyes see the world with a different light. Ah, okay. Nein, das ist mein Schwert. Habe ich gar nicht mehr daran gedacht, an diese komische Sehen hier. Magic Eye. Was? Okay, da kommt der nächste. Komm, Kollege. Das Schwert ist schon mal gut. Ist das unten auch aufgegangen? Now I have a headache. Wenn das runtergehen würde, dann wird er ja auch kaputt gehen, oder? Okay, dann müssen wir irgendwas bestimmt noch machen. Gehen wir aber erstmal in die Zellen gucken. Na Leute, tut mir leid. Ich komm zu spät. Sieht auch böse aus hier. Hier ist mal gar nichts. Vielleicht in dem anderen Raum. Sonst müssen wir erstmal runter. Looks like you're trapped. Eloran! Sister! Why did you do this to me? King Arthur, Serpent and Princess. Ja, scheinbar. Das ist die Böse und die hat ihn verraten. Always wanted to be on my throne. Oh, macht den Weg wieder frei. Wir gucken uns jetzt hier mal die Bombenkiste an. Ach, Scheiße. Das ist nicht gut. Process, it's me. It's Eve. Can't you recognize me anymore? What the Queen did was. It was worse than death. I'll wait for you on the other side of the gate. Whoa. Da kann man gar nicht mehr schießen, oder? Doch. Kann man hier durchschießen? Jawohl. Okay, aber. Okay. War nicht, aber trotzdem. Ich wollte noch mal rausgucken. Die Bomben auf jeden Fall mit. Ne? Mein Gott. Das ist die Karte. Okay, hier ist auch nichts mehr versteckt. Vielleicht kann man den jetzt mit den Bomben töten, wenn man die runterschmeißt. Wir probieren einfach mal mit einer. Bleibst liegen, ja. Haha. Gar nicht, ne? Will ich noch mal hier durchzuschießen, das hat eben gut geklappt.
Spaß. Last Checkpoint. Okay. Checkpoint ist ganz gut. Haben wir die Bomben noch? Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal diese Hände da wegsprengen. Waren ja da. So. Fangt. Is it because I'm talking too much? Nein, weil ich dich nicht gesehen habe. Du schwörst immer um einen rum. Deshalb habe ich dich getroffen. So. Habe ich ihn gerade nicht mehr mit dem Bogen getroffen? Das war komisch. The door's locked. I'm sure the key is near. Psst. Hey, Anna. Peek through this window. See the key on the table? Ja. Clever. But be careful. If you enter the interrogation room now, the executioner will see you for sure. Was denn hier? Eine andere Chance, den halten. Das ist nur 638. Pretty. Marked by the sign of the gate. Romance. Dead, dead. Eva, torture wife. Gucken wir jetzt mal, was das für ein Schaltpult ist, was man da machen kann. This will close the control panel, controlling cameras. One of the most important jobs in any prison. Jetzt von da nach da kommen, okay. Ja, das können wir wahrscheinlich erstmal verpassen. Probieren wir mal erstmal was aus und dann gucken wir mal, wo wir hängen. Sieht gut aus. The code is a location recording. Was? Now the executioner can't hurt you. Das ist sehr gut. Aber dann machen wir erstmal die Tür auf. Aber der wird jetzt wahrscheinlich trotzdem ausflippen, der Typ, vermute ich mal. Also ich wäre auf jeden Fall sauer. Ihn noch? Ja, geh doch rein. Ach doch, nee, die ist tot. Can't you recognize me anymore? Now is her ghostly anchor. This never seems important.
Okay, jetzt schauen wir mal, was da noch ist. Und ja, irgendwas, wir müssen einen Code haben, ne? Was? Ja, was das mit den Zeichen auf sich hat, verstehe ich noch nicht so ganz. Okay. Bring prisoner 636 to me. Good day, Druid. I know your brothers are guarding something valuable in the mountains. Where is it? Answer me. Listen to me. You can't cope with what you find. It's too dangerous for all of us. Crassus. Show the druid that it is impolite to speak to the queen in such a manner. Throw him back in his cell. We'll continue later. I am right here. 2134. Okay. Ja, wird einem sogar ausgedruckt, ist natürlich noch besser. Den, den können wir nachher wieder öffnen. Hoffe ich mal. Noch geht. Mann, Touchpad. Kann man nicht mehr öffnen? Drei. Ein. Ah, jetzt müssen wir aber aufpassen. Zwei. Eins. Okay. Und, aber den versuchen wir jetzt nochmal hier mit dem Bogen durchs Fenster zu kriegen. Brauchen wir uns hier nicht die Hände schmutzig machen. Okay. Aber langsam werdet ihr ein bisschen besser. Komm her, du. Und noch was? Was denn? Ich dachte gerade, da ist was Interessantes, aber ist ja unser lebender Kopf. Okay, das haben sie ihm durch den Kopf geballert. Hier irgendwas Interessantes? Nein. Must weigh a ton. Heißt er die Tür noch aus? Das ist gut. Though I do like your style. Hier noch? Ach, okay. Noch nicht. Noch eine Karte. Jetzt, falls einer das Spiel schon gespielt hat und mir sagen kann, für was man die Karten braucht, bitte unter die Kommentare schreiben. Wäre echt nett. Die Aussicht genießen. Nicht so wirklich. Okay. Na. Alle fest. Okay, da war da, wo die Treppe abgebrochen ist, da oben, da kann man ja nicht lang. Ja, Leute, das sieht aus wie das nächste Level. Aber hier machen wir wieder Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, haut ein Like raus. Wer noch kein Abo gegeben hat, überlegt euch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Wäre echt nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.